ja noch Leute, wie ich gesagt habe. Ne? So, jetzt warten wir noch eine Minute. 18:02, dann starten wir. Jetzt kann jeder schon noch sein Wasser holen gehen, sein Handys bitte ausschalten, Mikrofon ausschalten, das ist natürlich wichtig. Und wenn Fragen ist, einfach dann Mikrofon aufmachen und die Frage stellen. Ne? Und bitte auch aktiv sein, ja, das ist für mich sehr wichtig, damit ich halt da weiß, wer kann was, wer kann nicht, denn das höre ich euch raus, ja. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Und Joshua, du musst mal ab und zu auch mal Fragen stellen, ja. Du stellst ja kaum Fragen und ich wollte vor 2 Tagen auch mal, habe ich dich darum gebeten, dass du mal deinen Bildschirm teilst, dass wir zusammen mal traden, hast du auch mitgemacht. Nee, ich habe dir auf WhatsApp geschrieben gehabt in der Gruppe, dass ich an diesem Tag nicht am PC Ah, war. okay. War nur über TeamViewer, über mein Handy sozusagen. Also ich konnte Ah, nicht okay. nichts machen. Sorry nochmal. Das ist halt wichtig, damit ich es halt auch wirklich abchecken kann, woran liegt es, was sind Problematiken, was Ja, kann du hast ich lösen. recht. Ja, das ist wirklich für mich sehr, sehr wichtig. Ja. Das kriegt ihr auch wirklich nirgends anders. Ja. Also ihr könnt mal auch wirklich, kriegt ihr nirgendwo anders und nimmt einfach die Hilfe an momentan, solange es noch geht. Ja. Denn ich werde auch heute im Laufe des Meetings auch euch eine Nachricht übergeben. Ja. Was Positives, nichts Negatives. Das habe ich schon gedacht, nee. Nein, nein. Ich Also, sag schon, Adrenalinausstoß nicht. das ist aber wirklich eine Krankheit, ja. Also wir haben immer, wir glauben eher immer die negativen Sachen, ne, bei positiven. Ja. Das ist immer so, ja. Wenn ich das sagen würde, ich habe jetzt ein Lotto gewonnen, wird keiner glauben, ja. Ich habe ein Lotto verloren. Natürlich. Wenn ich sagen würde, ich hätte ein Lotto verloren, wird jeder glauben. Das ist aber typisch, ne? Ja, aber ist normal. Das ist halt typisch Mensch, ja. Wir glauben eher die negativen Sachen eher als die positiven Sachen, aber im Ganzen, also ist nichts Negatives, wirklich was Positives, hat das was mit Investments zu tun, ja. Mal schauen. So, wir fangen dann an. Wir haben 18:03, ne? Markus Konrad, vor allem typisch deutsch. Ja, stimmt. Typisch deutsch. Aber alles Negative. Ja, okay, so. Ich habe ja, also ich hatte ja, wir hatten ja die Meeting gehabt vor 2 Tagen oder war gestern war es, ne, wo wir dann einfach vergessen haben, den Ton einzuschalten, weil dieser eine Indikator, also dieses eine Add-on da, was ich habe, hat nicht so funktioniert, wie es soll. Okay, ich habe ja an dem Tag euch die M2 vorgestellt mit dem Signal, wie man den tradet. Ja. Und zwar, Bitte ich habe. heute noch mal vorstellen, Digga. Bitte Ja, heute noch. mache ich heute nochmal. Also ich habe ja gesagt, jeder stellt die Kerze auf M2 ein. Ne? Und dann habe ich gesagt, haben wir halt den Indikator hier bekommen. Ne? Den hier. Die Einstellung wisst ihr ja alle. Ne? Ist ein ganz simpler Indikator. Und dann müsst ihr halt wirklich gucken, wie der funktioniert oder wenn es funktioniert. Okay. Da haben wir mal gesprochen darüber, dass wenn das Signal jetzt kommt, ja, ein Signal ist gekommen, ja. Zum Beispiel jetzt, ich gehe mal nochmal rein, momentan, was für Signal momentan da ist, weiß ich ja nicht. Okay, der war Gewinn. Okay, momentan, wir hatten jetzt, das letzte Signal war USD Schweizer Franken, wo momentan da war. Ich gehe mal auf USD Schweizer Franken rein. EHF, ist er ja, ist egal, der hat 54% und fürs Wurscht. So, der ist also rein bei 0,95386. 0,95, 18,56. Ja, hier ist er rein. Na, hier. So, wie kann ich den jetzt, haben wir gesagt, wie kann ich den jetzt kontrollieren, ob dieses Signal, was gekommen ist, gut ist oder schlecht ist? Ne? Das war ja die Frage. Und deswegen habe ich euch ja diesen Indikator zur Verfügung gestellt, den hier, wo ich gesagt habe, den könnt ihr, wenn ihr M2 einstellt, könnt ihr den nutzen. Ja, okay. Das Signal kam also hier in dieser Kerze. Ja, ich mache mal gerade hier auf das. Ich gehe mal hier auf das Feder. Ja, dann tue ich das mal. So, jetzt können wir mal zeichnen. Okay, also auf dieser Kerze kam der Indikator down. Ja, das war diese Kerze. Ja, so, wenn ich so eine Kerze bekomme, schaue ich mir natürlich mein MACD an. Ne? Habe ich natürlich zufälliger hier bei dieser Weise hier auch den hier gehabt, ne, bei der Kerze. Also war das Signal, was kam, sehr, sehr korrekt. Also kann ich den traden. Ne? Also es war, also das letzte Signal war auch 2 Minuten down. Ja, kann ich den traden. So. Wenn der natürlich das Signal jetzt natürlich nicht nach down gekommen wäre, sondern nach oben gekommen wäre, ja, dann hätte ich dann hier nach dem Kerze überprüfen können oder nach diesem
Stochastik hätte ich den überprüfen können. Ja. Wie man sieht, hat der einen Downtrend. Ne? Der hat hier oben begonnen, also der hat ganz genau hier begonnen, den Downtrend zu machen. Hier hat der begonnen, ne? Den Downtrend zu machen. Und wie man dann sieht, ist der schön in die Richtung. In die Richtung, ja. Das ist halt wichtig. So, dass man halt solche, mit solchen Indikatoren, also Signalgeber, das sind unsere Signalgeber, dass man mit diesem Signalgeber einfach sieht, welche Signale unsere Indikatoren geben. Also da haben wir jetzt gesehen, okay, down, okay, stimmt, hat sich gekreuzt, stimmt, die drei Kerzen sind rot, stimmt, also kann ich hier reingehen, habe ich sofort einen Gewinn. Okay, so, jetzt gehen wir mal weiter. Vielleicht kommt jetzt gleich noch ein Signal, dass man den mal, oh, schupp, okay. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir natürlich auch sehen. Ja, und dann haben wir als zweites gesagt, okay, wie kontrolliere ich überhaupt einen Chart, ob er gut oder schlecht ist? Ne? Das hat auch wirklich keiner gemacht bis jetzt, einen Chart kontrolliert. Ja. Jetzt gehen wir mal auf Eurofund. Ja. Jetzt, wie kontrolliere ich einen Chart? Ne? Ob der Chart überhaupt auf meine Indikatoren, die ich hier habe, reagiert? Okay, mache ich nochmal einen Screenshot, damit ich euch das richtig mal zeigen kann. Ja. Ein Screenshot hier. Wir haben Pfund USD. So, jetzt hat sich natürlich mein MACD hier gekreuzt, korrekt? Hier, ganz genau da. Jetzt tue ich das mal überprüfen, ob das auch wirklich das ist. Okay, das wäre jetzt ein Fehltrade gewesen, ne? Stimmt mir jeder zu. Also hier das Signal wäre okay gewesen, Auftrend, ne? Der ist okay. Also Entschuldigung, da muss ich halt mal zeichnen. Also der wäre okay. Stimmt. Also der wäre auch okay. Nur ich habe hier ein Fail-Trade. Ja, ganz genau hier. Wenn ich so reingegangen wäre, hätte ich hier ein Fail-Trade gehabt. So, okay. Dann überprüfe ich. Okay, jetzt hat der sich gekreuzt. Der hat nach oben gezeigt. Ich habe aber trotzdem das Geld, was ich eingesetzt habe, verloren. Okay, dann überprüfe ich weiter. Wie sieht es dann aus, wenn ich hier reingegangen wäre? Also hier, kurz bevor er diese Linie da berührt, ja. Wie hätte es denn dann ausgesehen? Okay, dann kontrolliere ich diesen Abschnitt hier. Ja, so. Dieser Abschnitt, okay, meine Linie hier, das muss ich mal manuell machen. Also diese, also okay, das kann ich dann, ich kann den nicht auf die Seite schieben, weil nur bei dem anderen Programm. Also wenn ich den hier kurz vor dem hier reingegangen wäre, hätte ich dann ein Gewinncreate gehabt, ne? Hier bei dem da. Ne? Also bei dem Indikator. Sorry, bei dem Indikator. Ne? Hätte ich dann einen Gewinn gehabt. So, okay. Das reicht aber nicht aus. Das ist jetzt das erste Signal. So, was mache ich denn, wenn ich morgens, bevor ich anfange zu traden, also bevor ich die Signale kontrolliere, was mache ich da? Ich hole mir einen Schreiber in der Hand, ein Blatt Papier und notiere das. MACD hat positiv reagiert, war aber ein Fehltrade. Die nächste Kerze war positiv. Das schreibe ich mir richtig auf, ja. Strukturiert, ja, damit ich halt weiß, und schreibe mir natürlich hier den Bereich Euro-Pfund auf, bei Euro-Pfund. Nicht, dass ich nachher, wenn ich switche, dass ich weiß, oh, bei Euro-Pfund war das und das der Fall. Bei Pfund-Cut war das und das der Fall. Und dann mache ich mir halt meine Notizen dazu, ja, MACD, ich habe ja drei Indikatoren, für jeden drei mache ich einen Haken. Ich brauche ja nicht großartig, ich mache nur einen Haken oder ein F hin, ne? Hat gut reagiert, hat nicht reagiert. Und am Schluss macht 10 Signalen, also überall hier kontrolliere ich den. Ne? Ich kontrolliere den überall. Ja. Und dann mache ich für den 10 Signalen, habe ich dann ein Fazit. Nach 10 Signalen habe ich ein Fazit. Okay, wenn natürlich jetzt 8 drin waren und 2 waren falsch, ja, und dann sage ich, okay, Trefferquote heute, wegen meinen Indikatoren, habe ich 80% Trefferquote und 2%, also 20% Verlust, ja. Das heißt, wenn ich diesen Chart hier benutze oder trade, weiß ich ganz genau, dass meine Signale heute zu 80% treffsicher sind, ja. Und dann kann ich definieren, ob ich jetzt hier den Kreuz hier, den Cross hier bei MACD reingehe oder ich nutze den hier oder ich nutze meinen Stoch, ja. Hier den, was ich da habe, ja. Auch hier zum Beispiel, den kann ich auch kontrollieren. Wie hat mein Stoch bei M2 reagiert? Immer bei den Kreuzungen, da kann ich ja sehen. Okay, hier haben wir eine Kreuzung, okay. Jetzt gehe ich natürlich von oben runter.
Okay, sorry. Okay. Ja, der ist ein bisschen, also die, ich kann die Linie nicht gerade stehen, aber das heißt, wenn ich den jetzt genommen hätte bei der Kreuzung hier, das wäre ein Gewinn. Ja, hier der. Der hat gut reagiert. Okay. Wie sieht der hier aus? Ja, da schaue ich mal den jetzt auch mal an. Ist halt momentan ein bisschen blöd. Okay, ne, schaue ich mal den an. Komm. Den schaue ich mal den mal an. Mach, was macht der hier? Okay. So. Das heißt, davor die Kerze war das, ne, wo er sich gekreuzt hat. Also, ne? Das heißt, das war auch ein Gewinn. Das heißt, ist auch gut. Ne? Okay. Wie hat er denn hier reagiert? Ne? Okay, jetzt schaue ich mir den hier an. Wie hat er hier reagiert und wie hat er hier unten reagiert? Ja, das sind halt solche Punkte, ja, die schaue ich mir immer wieder an, ja. So, nee, der hat, das war kein gutes Zeichen, aber der hier, der passt, ja, okay. Okay, dazwischen, ja. Also das heißt, ich hatte einen Auftrend, wenn ich jetzt diese Stochastik, diese Stochastik-Einstellung jetzt genommen hätte, der reagiert gut, jetzt zum Beispiel auf meine Signale, korrekt, auf diesen Chart. Also mache ich mir eine Notiz, Euro-Pfund, Stochastik-Signale 10, 8-mal reagiert, einmal nicht reagiert. Ne? Das heißt, ich kann den Signal nehmen. Wenn ich den Signal hier nehme, habe ich auf jeden Fall immer, wenn ich dann hier reingehe, also hier in dieses Signal hier reingehe, habe ich immer einen Gewinn. Auch hier, ne? Wenn man das so sieht, hier. Auch hier, zum Beispiel hier. Ne? Oder wenn man das sieht, hier. Oder hier jetzt, hier hat er auch wirklich hat er auch reagiert, super 2 Minuten, auch hier. Das heißt also, dass meine Stochastik-Signale, die ich habe, ja, dass der dafür reagiert, also kann ich meine Stochastik nutzen. Da habe ich ein gutes Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich dieses Signal hier trade, ja, kann ich natürlich, habe ich ein gutes Gefühl, dass ich dann halt eine hohe Gewinnquote habe. Ja. Anders, also das heißt, ich kann dann sagen, okay, wie sieht dann aus mit meinem Stochastik und mit meinem MACD. Das heißt, wenn mein Stochastik hier sich kreuzt, ja, und wie sieht es dann aus, wenn dann hier die Kreuzung da ist, ja, hat der auch reagiert? Wie sehen da aus alle drei? Ich will ja wissen, ob alle drei reagieren, ja. Das heißt, hier bei dem Abschnitt, ja, haben alle drei super reagiert, ne? Alle drei. Das sind halt solche Punkte, die man halt wirklich bei Chartanalyse vorher macht. Dann wählt man halt sich seine Charts aus, ja, zum Beispiel, und dann sagt man, okay, ich habe jetzt meine Analysen fertig, ich habe meine 5 Charts hier, aber ich rede jetzt wirklich hier nur von Live-Charts, ja, Live-Charts. Bei OTC sieht es nochmal anders aus. Also ich würde diese M2-Geschichte eher nicht bei OTC benutzen, sondern eher bei Live-Charts momentan, wie Euro, US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und so weiter, ja. Auch hier zum Beispiel, wenn man halt, ich muss ja immer wieder kontrollieren, wie hier zum Beispiel hier, das heißt, die Kreuzung hat mir einen Gewinn gebracht. Wie hat es denn der ausgesehen? Oh, hat mir auch einen Gewinn gebracht. Der hier, der war jetzt zum Beispiel fehlerhaft, ne? Der hat sich gekreuzt, aber ist trotzdem nach oben gegangen, wie ihr seht hier, ne? Okay, und hier, was hat er hier gemacht? Okay, gut, jetzt habe ich 1, 2, das hier ist 3, jetzt habe ich 3 zu 1. Ich habe also 3 Gewinne, 1 Verlust. Dann gehe ich hier hin, 4 zu 1. Gehe ich hier hin, 5 zu 1. Dann schaue ich nach oben. Was hat er hier gemacht? Okay, 4 zu 2. Ja, nach oben. Also er hat nach oben nicht so gut reagiert. Aber danach, auch das ist sehr wichtig, ja. Also wenn ich sehe, dass mein Stochastik-Indikator oder mein MACD reagiert, aber der eine Kerz ist dann da in die Gegenrichtung gegangen, ja, da setze ich die nächste Kerze nach, das heißt nach oben, ja. So habe ich den Verlust, wo ich da gesetzt habe, nochmal sofort draußen, ja, das ist halt Trading, ja, so tradet man. Aber das ist alles Übungssache, das lernt man mit der Zeit, ne, und das ist halt wichtig. So, was ist noch wichtig, wenn ich diesen Stochastik anwende? Also ich trade den nicht hier, nochmal. Ich trade den definitiv, sorry. Ich trade den, okay, mal, gehe ich mal daran, dass der scheint besser zu sein. Ja. Also ich trade den. Okay, größer machen. Okay, ich trade den Stochastik nicht hier, wie er sich kreuzt. Das interessiert mich nicht, ja. Ich trade den ganz genau hier. Down.
die rote Linie ist für mich maßgebend. Die blaue Linie interessiert mich nicht. Diese Linie, die interessiert mich nicht. Ja, auch wenn er hier hochgeht. Die Linie hier, die interessiert mich nicht. Also ich schaue mir diesen Moment an, wo er dann hier ist. Ja, den schaue ich mir an, wenn man den jetzt sieht. Ja, sorry, ich bin halt ein bisschen, ja, also das wäre ein Gewinntrade, 2 Minuten nach oben. Ja, also ich gehe nicht hier rein, nochmal, nicht hier rein, sondern ich gehe immer, wenn diese rote Linie hier, also oder braune Linie, hier, das hier durchkreuzt, ja, das gilt auch hier, ja. Also hier hat er sich schon gekreuzt, hin und her, ja, das ist ein Downtrend, wenn er sowas macht, das ist immer ein Downtrend, der hier, ne, wenn sowas immer hin und her, wird er immer wieder hier diesen Weg machen. Aber sobald diese rote Linie hier rausstößt, ne, hier, dieser Punkt, das ist sehr wichtig, das müsst ihr üben, ja, das ist Übungssache, ja, dann sehe ich mir, schaue ich mir immer das an, ne, wird es immer wieder nach aufwärts gehen, ne, das ist halt immer so. Nicht das hier traden, sondern wir traden immer, wir kontrollieren auch diese Punkte hier, ne, diese Punkte, ne. Und eins ist auch wichtig, immer die Trades nehmen, wo dieser Bogen über die 80 ist. Er muss über die 80 sein, ne? Über die 80. Und da muss er von der 80 kommen. Hier haben wir unsere 80er Linie und dann muss er den durchkreuzen und dann gehen wir in den Trade rein, ja? Das sind halt solche Gewinntrades, ja? Ja, sowas zum Beispiel. Sowas trade ich nicht, ja? Ich trade zum Beispiel, den hätte ich getradet, aber den, obwohl die rote Linie ganz kurz oben drüber war, das interessiert mich nicht. Ganz kurz heißt, ganz kurzen Down. Mehr heißt das nicht, ja? Kurz heißt hier, kurzer Down. Und ob ich jetzt mein Geld für diesen kurzen Moment riskiere oder nicht riskiere, das ist euch überlassen, ja? Ich kann euch das nur erklären, dass ich das nicht gemacht habe, hätte, und alles andere liegt an euch, ja? Okay, nicht speichern. So. Was kann ich euch? Okay, jetzt habt ihr erfahren, wie ich die Sachen kontrolliere. Auch hier zum Beispiel. Ich gehe in den Trade immer hier, wenn er das hier verlässt, gehe ich in den Trade rein. Hier, wenn er diesen Ding durchkreuzt, ja, wenn er den durchkreuzt, hat er durchkreuzt, zack, ist er dann hier, hat Gewinn gemacht, Feierabend. Ja. Das müsst ihr auch so kontrollieren. Auch hier zum Beispiel. Hier ist er durch, hier hat er gekreuzt, zack, nächste Kerze. Zack, Gewinn. Ja, das ist halt wichtig. Also wir nehmen definitiv nicht die Kreuzung hier. Wir kontrollieren immer den Durchbruch hier der 80er. Oder wenn er drüber ist, hier die 20er, drüber 20. Ja, da ist er unter der 20 und dann ist er hier rein. Hier gehen wir rein. Das sind immer unsere Gewinntrades. Ja, immer wieder. Wenn man dann kontrolliert, das ist immer unsere Gewinntrades. Immer hier. MACD sieht das gleiche aus. Also wenn ich zum Beispiel bei MACD immer kontrolliere, hier hat er sich gekreuzt, hat er gewonnen. Okay, super. Ja, dann gehe ich weiter. Auch hier haben wir nach oben gekreuzt. Wie hat er ausgesehen? War ein Verlust, wenn ich da reingegangen wäre. Ja, okay. Da muss ich halt immer gucken, wie hätte es dann ausgesehen, wenn ich dann hier reingegangen wäre. Also jetzt macht er das nicht, wenn ich hier reingegangen wäre. Ja, ganz genau hier. Ne? Das wäre dann, wenn er sich die Linie berührt hätte, ich wäre rein, hätte ich sofort einen Gewinn gehabt. Ne? Das muss ich machen. Das heißt, wenn ich solche Signale sehe, wo der MACD sich kreuzt, ja, der MACD-Kreuzung hat dann Nick ein Fehltrade und ich sehe, nach dem MACD kommt dieser Indikator ins Spiel und wenn der sich hier die Linie berührt und ich gehe da rein, ja, und ist ein Gewinntrade, dann warte ich immer, wenn der MACD sich kreuzt, auf diesen Signal hier. Das ist halt einer der wichtigsten Punkte, ja. Das gleiche gilt auch hier. Ne? Er kreuzt sich. Oh, okay, hier hat er Gewinntrade. Super, dann brauche ich halt auf diesen Signal nicht zu warten. Okay, dann gucke ich, wenn er sich gekreuzt hat, denn ich bin ja nicht zufrieden. Ich will ja traden, ich will ja Geld verdienen. Er hat sich jetzt hier gekreuzt, ja. Bevor ich jetzt hier warte, bis der nächste sich kreuzt, ja, der MACD, da warte ich ab, was hat er denn überhaupt gemacht, wie er hier kreuzt. Oh, da ist er auch positiv. Also da gehe ich noch hier auch rein, hier in den Trade, ja. Dann habe ich, wenn ich sowas mache, in kürzer Zeit, ne, habe ich den getradet, dann werde ich den traden und dann werde ich noch den hier traden, also Entschuldigung, den jetzt nicht, aber den werde ich traden, den hier. Sorry, den kann ich jetzt nicht mehr löschen, kann ich jetzt löschen? Nee, shit,
Also den kann der vergessen. Ne? Wie kann ich das löschen? Egal jetzt. Also den da löschen, ne? Den. Okay, so. Das sind halt die wichtigsten Punkte, ja, dass man halt diese Signale sich wahrnimmt. Das heißt, ich habe in kurzer Zeit, ne, ein paar Minuten habe ich Zeit, ja, habe ich 1, 2, 3 Drehs losgelassen und alle 3 im Gewinn, ja. Also die Kunst ist ja, dass man halt diese Signale auch wirklich erkennt. Ja? Das ist die Kunst, ja. Und das müsst ihr üben. Also das ist wirklich Übungssache, dass man halt wirklich diese Signale erkennt, ja. Denn es ist ja nicht nur einzig, wir haben 3 Indikatoren, wir haben 3 verschiedene Signale. Wir können immer wieder auch die Signale bei Binary Whispers, bei Candle Whispers, ja, können wir immer wieder dadurch eliminieren, ja, und sagen, oh, da hat uns ein Down gebracht, aber der geht nach oben, also trade ich nach oben, ja. Also es ist ja so, also ich weiß nicht, wie ihr denkt, aber wenn wir Signale empfangen, ja, das ist der goldene Gral oder so in der Richtung, ja. Das ist auch ein Computerprogramm, der einfach das macht, wenn er das erreicht hat, dass er dann halt in diese Trade eingeht. Mehr ist es ja nicht, ja. Aber es ist ja so, dass man diese Signale, diese Falschsignale durch unseren Indikatoren, die hier, also der hier, der ist sehr, sehr stark, ja, extrem stark, dass man durch den hier, den Signal, was kommt, eliminieren kann und als Gewinntrade machen kann. Wichtig ist ja für uns, dass wir nicht nur suchen, sondern wir kriegen ja Signale geliefert und wir schauen uns, oh, der hat Down gesagt, wenn er dann nach oben geht, dann ist doch super, dann trete ich den nach oben, ja. Ich muss nicht unbedingt das machen, was der immer mir sagt, ja. Aber eins kann ich auch sagen, also in 2 Wochen, also oder 3 Wochen kann es auch sein, wir sind gerade mit Kai dabei, dass mein manuell traden, dass ich am Wochenende oder mitten in der Woche euch Signale geben kann, dass man das auch über, dass ich das hier eingebe und jeder hat das auf einmal, ja. Da sind wir dran, dass wir da ein System entwickeln und dann werden wir sehen, wie das Ganze sich entwickelt, ja. Ich glaube schon, dass wir da auch wirklich hohe Trefferquote hätten, ja, was das betrifft, ja. Und ja, eigentlich war das schon das Seminar, was ich dann vor 2 Tagen oder gestern gemacht habe, ja. War das der schon Seminar? Hat jemand von euch irgendwelche Fragen? Eine kurze Frage, wenn beim Stochastik die 80er oder die 20er Linie durchkreuzt wird und das noch im Laufe der Kerze, das heißt, ich muss erst in die nächste Kerze dann nach in die Richtung dann, oder? Schau mal, aktuell, wir haben Euro-US-Dollar, korrekt, siehst du das? Ja, genau. So, jetzt gehe ich in den Trade rein, siehst du das? Jetzt gehe ich in den Trade. Ah, okay. Also in die nächste Kerze dann quasi. Also der hat den durchbrochen, siehst du das? Jetzt gehe ich in den Trade rein, ne? Siehst du? Guck mal, der kommt runter. Siehst du, okay. Jetzt. Das ist super, okay. Das war jetzt super, ne? So, jetzt, siehst du? Ja, ja. Ich mache mal gerade einen Bildschirmausschnitt, ja. So, mache ich gerade. So, jetzt ist super, also ist gerade gekommen, war ist super, ja, dass der gekommen ist. Kann ich den größer machen? Ja. So, sieht jeder, ne? Okay. Ja. Siehst du, der hat den jetzt gerade im Moment, ja, hier im Moment, also macht er das? Der hat den gerade durchkreuzt. Dann würde ich sofort in den Trade steigen hier, ne? Siehst du? Mhm. Und sofort down. Ne? Das ist halt das Signal. Aber wenn ich jetzt hier getradet hätte, hier, du, wenn man das so mal sieht, ne? Ich bin wirklich. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Also wäre ein Fehltrade gewesen. Ne? Ja. Also warte ich ab, dass der hier den hier. Diese Linie hier durchkreuzt, ne? Und dann steige ich in den Trade rein. Ne? Das ist halt wichtig. Schau mal. Jetzt schauen wir uns die Signale an. MACD ist rot, siehst du? Aha. Der ist rot. Und der nächste, was jetzt kommt, ist auch rot. Ne? Und er ist sich gerade dabei, ein Schmetterling zu bilden. Ja. So, ich schau mal den an. Der hat den obersten Punkt erreicht. Ne? Und der ist auch in einem Downtrend. Das heißt, ich kann ruhig diesen Trade hier mit gutem Gewissen, ja. Also wie soll ich sagen? Also 100% gibt es nicht, Joshua. Ja. Wird es nie geben, ja. Kann ich hier sagen. Und ich kann sagen, dass 80% dieser Trade drin sein wird. Ne? Das ist halt so die Maß, nicht speichern. So. Ist da der Trend relevant? So, siehst du, wenn wir da reingegangen wären, hätte man den jetzt gewonnen. Ne? Ja. Also der Trend interessiert mich bei dieser Geschichte nicht mehr. Okay. Interessiert mich nicht mehr. Aber ihr könnt einen Trend reinmachen. Also
Ne? Ihr könnt einen Trend reinmachen. Ja. Ihr könnt jetzt zum Beispiel ein Moving Average holen. Ja, wo ist er immer? Da ist er, der gleitende Durchschnitt. Ja, könnt ihr holen. Ja. Auch hier könnt ihr sehen, durch diesen Moving Average, ja, wie der Trend aussieht. Ne? Das ist der 10, glaube ich, momentan. Weiß ich ja nicht. Ja. Da könnt ihr halt den hier nehmen. Ja. Das ist wurscht. Ihr könnt den 25er nehmen. Ihr könnt den 20er nehmen. Ihr könnt den 50er nehmen oder den 200er nehmen. Das ist wurscht. Also wie es wichtig ist für mich, ob diese Indikatoren, die M2, ne, also es gilt nur für M2, ne, momentan, was ich heute hier erzähle. Also ihr müsst auch für andere, wenn ich auf M1 übergehe, ne, was auch passiert ist, muss ich den auch überprüfen. Ja? Ich muss den überprüfen, was macht der hier, wenn er hier den durchkreuzt? Wie ist er denn hier? Ja, wie ist er denn hier? Ich muss den kontrollieren. Ja, ich muss die Charts kontrollieren. Die Charts öffne ich mir hier hin. Die wichtigen, die besten, ja. Momentan mache ich mal alles mal zu. Okay, ich mache den auf. So, jetzt, was habe ich jetzt momentan? Ich habe den Grad Yen. Ich habe den Out Schweizer Franken. Ich habe den Euro Schweizer Franken. Euro USD habe ich mit 85%. Was habe ich? Grad Yen habe ich mit, okay. Out Yen habe ich momentan und Euro Pfund habe ich. Das habe ich ja jetzt. 2, 4, 6, 7 Indikatoren. Überprüfe ich den ganz schnell. Ja, der reagiert gut. Gut. Ja, siehst du, gut, gut. Wenn er immer über 80 war, hat er gut reagiert. Korrekt. Und wie hat er unten reagiert? Auch gut, ne? Siehst du? Ja. Hat er hier reagiert? Ne, ich kann nicht so drüber, hat aber auch gut reagiert, ne? Hier. So, jetzt gucke ich mir immer über unter. Wie hat er hier reagiert? Gut, ja. Das heißt, dass dieser Chart auf diesen Signalgeber hier, auf den hier, gut reagiert. Das heißt, ich kann mit gutem Gewissen, kann ich hier in den Trade reingehen, ja, hier in den Trade reingehen. Ja. Ja? Und so, jetzt kann ich natürlich auch kontrollieren. Jetzt kontrolliere ich natürlich auch die MACD. Ich habe ja auch MACD. Das heißt, ich habe ja drei Indikatoren hier und ich habe drei Signale. Drei verschiedene Signale, die nicht gleich sind. Ne? Okay. Also kann ich ja den hier jetzt zum Beispiel kontrollieren. Was macht der momentan? Jetzt hat er hier einen Downtrend, hier hat er einen Downtrend und der geht nach oben. So, es ist natürlich die Frage, der hier, wie benutze ich überhaupt den hier? Das ist ein Long-Term-Signal. Ne? Langfristig ist das jetzt momentan in einem Auftrend, ne? Langfristig gesehen. Er hat jetzt hier begonnen, hier, ne? Und zeichnet mir diesen Abschnitt hier an, ne? Diesen Abschnitt. Ja, wenn ich den jetzt mal sehe, das heißt Trendlinie, das heißt, wenn ich den jetzt hole, er sagt mir, ja, mit seiner Situation. So, jetzt hat er, jetzt ist er da. Schau mal, wie schön der reagiert. Siehst du? Der ist gerade am Strich, grün ist hoch. Jetzt kann ich den schon, ich wäre schon längst drin gewesen. Ne? Guck mal, wie schön der reagiert. Schau mal, der reagiert auch. Der hat schon, sich schon geknickt. Ne? Siehst du? Den Knick hier. So, ja. Jetzt habe ich den dritten Signal. Der sagt zu mir, ich bin im Aufwärtstrend. Siehst du? Ich bin im Aufwärtstrend. Das sagt er euch. Hier, Aufwärtstrend. Also kann ich mit einem guten Gewissen, kann ich hier diesen Trade nach dem hier traden. Ne? Nach M1. Ne? Jetzt, ich habe ja auf M1 gewechselt. Also wäre ich jetzt die eine Minute hier bei dem hier rein. So, und jetzt hätte ich Verlust. Ja? Nee, es kann ja passieren. Das ist ja, klar. Da kommt so ein Depp, ja, verkauft alles. Es ist ja Katjen, ja. Der hat jetzt kanadisch Dollar verkauft, ja. Oder Yen verkauft, dass der nach unten unten gestoßen ist. Das ist ganz normal. Wenn sowas passiert, muss ich halt in der Lage sein, sofort hier diesen Trade nach unten, wenn sowas passiert, ne, muss ich in der Lage sein, sofort diesen Trade nachzuziehen. Das ist halt wichtig. Das ist ja wie im Leben, ja. Es läuft ja nicht immer alles so, wie wir es geplant haben, ja. Auch hier, es ist ja nur eine Vorhersage, ja. Ob der jetzt super funktioniert oder nicht funktioniert. So, was ist jetzt passiert? Jetzt hat sich hier der Indikator, siehst du den? Der hat sich gedreht. Ne? Der hat sich gedreht. Okay, dann gehe ich natürlich jetzt momentan hier in diesen Signal hier rein, weil der sich die Kerze nach unten entwickelt hat. Setze hier natürlich doppelt rein, dann habe ich auch meinen Gewinn nochmal drin, den ich hier verloren habe. Hier. Dann ist er erstmal nach oben gegangen. Ne? Und ganz am Schluss, vor 5 Sekunden oder 10 Sekunden, weil ich habe den nicht ganz genau gesehen, ist er nach unten, ne? Ist auf einmal nach unten gesprungen. So, in dem Moment muss ich also gewieft sein und sofort hier reingehen, weil ich weiß, er geht dann jetzt definitiv runter. Ne? Hier haben wir den Knick gehabt, hier, ne? Den Knick,
wer sich geknickt hat. Und dann mache ich dann, gehe ich dann hier rein und hole dann das, was ich hier verloren habe, hole ich mir hier rein. Und das ist halt Übungssache, das müsst ihr trainieren. Das ist reines Training. Trainieren, trainieren, trainieren. Anders geht's nicht. Okay, hat jemand noch Fragen? Keine Fragen? Ich habe was. Du hast ja? Also zum einen die Ablaufzeiten immer so im Verhältnis 1:1. Also das ist links M2 gehabt und dann Ablauf rechts 1 Minute. Wenn was ist, wenn jetzt M1? Also wie würdest du das sagen, die Verhältnisse also der Ablaufzeiten? M2 würde ich 2 Minuten traden. Ne? So, okay, jetzt habe ich den 2 Minuten getradet. Ne? Jetzt ist das passiert, was vorhin uns vorgekommen ist. Ja, hier. Ne? Also hier. Dass der auf einmal, wie hier bei M1 passiert ist, ja. Weißt du noch, dieser hier, wo der einfach runtergestoßen ist, ja. Ja, ja. Das kann euch bei M2 auch passieren, ne? M2 auch passieren, das weiß. Dann gehe ich den nächsten Trade, ne? Wenn der nach oben war, auf einmal nach unten geschossen ist, ja, dann gehe ich den nächsten Trade, weil er nach unten gekommen ist, ja. Denn Aufwärtstrend wurde sofort ja innerhalb kürzer Zeit nach unten. Dann gehe ich den nächsten Trade, tue ich dann reduzieren auf 1 Minute und gehe dann 1 Minute hier in die Kerze rein. Dann habe ich den sofort drin, was ich hier verloren habe. Aber sofort. Ja, das ist klar. Ja. Das ist halt wichtig, ja. Und immer diese Trades nehmen bei M2, immer diese Trades nehmen, immer die, wenn er hier durchstecht, ja. Wenn er durchstecht, ja. Wartet ihr mal ab, was passiert noch im Durchstechen und kontrolliert den. Und dann geht er immer diese Trades hier ein. Also, wie soll ich sagen, dieser Indikator, der wird euch so Signale geben. Also zwischen 70% und 90% richtige. Der hier. Dieser hier. Und wenn er den mit dem hier kombiniert, dann sagt er wirklich unschlagbar. Ja. Ich habe hier einen Aufwärtstrend, sagt mir dann mein MACD. Ja, ich habe hier einen Aufwärtstrend, schön. Ja. Und hier oben, wenn er immer so Wackeldackel macht, hier in der oberen Linie, ihr müsst das Ganze sehen, ne? Oberen Linie, habe ich hier einen leichten Aufwärtstrend. Ne? Und wenn ich dann sehe, im ganzen Chart, ja, MACD, habe ich einen Downtrend im Ganzen. Ne? Im Ganzen habe ich einen Downtrend. Okay, ihr müsst halt wirklich auch jetzt anfangen, die Charts zu analysieren. Ja, was macht der? Ich habe hier einen Downtrend, korrekt? Und das sagt unser MACD aus. Wenn ich es sehe, hier, die Breite hier vom MACD, die ist schmäler als der hier. Ne? Zwischen 0 und 0,41 und hier habe ich minus 0,97. Das heißt, er ist ein Downtrend. Ne? Das kann ich hier durch den MACD immer erkennen. Und das habe ich ja im vorigen Video auch gesagt, wenn man den immer zurückgeht, dann weiß man ganz genau, wie dieser MACD sich ändert. Ja? Siehst du? Hier hat er einen Aufwärtstrend gehabt. Ja, das hat sich geändert. Gleiche Chart. Wir sind bei Cartier. Ne? Hier hat er einen Aufwärtstrend gehabt. Haben wir überhaupt einen Aufwärtstrend? Also hier, der sagt, wir haben einen Aufwärtstrend. Schauen wir uns mal nach, ob wir einen Aufwärtstrend hatten. Ja, wir hatten einen Aufwärtstrend. Also hat uns der MACD nicht angelogen. Also brauche ich eigentlich keinen MA 200. Ich muss halt nur mein Auge trainieren, dass ich diese, wenn ich dann so einen Chart öffne, hier öffne, sofort sehe, was passiert hier. Ne? Hier zum Beispiel, Aufwärtstrend, ein leichter Aufwärtstrend, siehst du? 38:25, ne? Damit ich das sehe, ne? Damit ich das halt durchsehe. Wenn man das jetzt mal sieht hier, das sind halt solche Sachen, die ihr wirklich auch jetzt mittlerweile anfangen müsst zu trainieren. Das ist Training, Training, Training. Ja? Immer wieder gucken, hier hingucken als erstes, als zweites da hingucken, als drittes. Die Dinger kontrollieren ganz schnell, ob was hier passiert, wenn ich den traden möchte, was passiert. Ne? Ob ich, also bevor ich da Geld setze, jetzt sofort. Ne? Also, wenn ich das mache und überprüfe immer, ob meine MACDs die Signale gibt, ja, was ich von dem verlange und weiß, ja, er gibt mir die Signale, dann habe ich natürlich gutes Gewissen und gehe hier in den Trade rein. Ja? Wenn ich aber sehe, oh, er gibt mir die Signale nicht so, wie ich es gern hätte, der hier. Aber der gibt mir den. Ne? Der hier, der hat, wenn er den durchstößt, wenn ich dann in den Trade reingehe, wie hier zum Beispiel, in diesem Dings hier und habe dann Gewinn, dann warte ich immer die Kreuzung des MACDs ab und gehe dann hier in den Trade rein. Ne? Das ist euch überlassen. Ja? Aber ich will auch, dass ihr euch ein System jetzt mittlerweile aneignet. Das ist halt sehr, sehr wichtig, ja. Und deswegen, das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr ein System habt und wie ihr denn drin tradet, ja. Denn wir sind bei binäre Optionen. Bei binäre Optionen kann man in einem Tag viel Geld verdienen, man kann aber auch viel Geld verlieren. Ihr werdet verlieren, wenn ihr kein System habt. Das ist halt wichtig, ja. Ihr müsst auch wissen, wie ihr tradet, ja. Ja,
es nutzt mir nichts, wenn ich hier zum Beispiel fünfmal getradet habe, immer mit 5 Euro getradet habe. Bei 5 Trades habe ich bei 5 Euro, was weiß ich, wenn ich jetzt hier 5 Euro reinschreibe, habe ich 4,25 Euro. Habe ich 5-mal getradet, habe 20 Euro gemacht. Und der Intelligente, was macht der? Der tut halt 5 Euro mal, der erste Trade mit 5 Traden, hat 9,25, der zweite mit 9,25 Traden. Oder 17,21, der dritte tradet er dann mit 17, dann 31, den vierten tradet er dann mit 31, ja. Und dann hat er 57 und den fünften tradet er jetzt dann mit 57, ja, dann hat er 105 Euro gemacht. So, wer ist jetzt intelligent? Der erste, der die 5 Trades gewonnen hat, oder der zweite? Der zweite, hat mit Intelligenz nichts zu tun, also der hat einfach seinen Einsatz verzwanzigfacht, ne? Also 5 Euro zu 105 hat er gemacht. Und der andere hat zwar das Geld auch vervierfacht, ja, aber das ist der Trading, das ist was mehr als Trading. Bis ich dann 105 Euro gemacht habe mit 5 Euro Trades, ja, mit 5 Euro Einsatz, ja, wenn ich jetzt 5 Euro 4,75, also ich sag mal jetzt mal 4 Euro, ja. Wenn ich 100 Euro Gewinn machen möchte mit 4 Euro, muss ich wie viele Trades richtig haben? 20, 25 Trades, korrekt? Ja. 25 Trades, jetzt mal bei uns, Jungs. Also ich kenne noch keinen, der 25 Trades hintereinander richtig macht. Ich kenne noch keinen. Also ich mache euch 15, ja, mache ich euch locker. Ich mache euch vielleicht auch noch 16, 17 mache ich, aber ich habe definitiv keine 25 Trades, die ich dann hintereinander richtig haben werde. Wenn ich das hätte, hätte ich jeden Tag 50.000. Jeden Tag. Mache ich mir jeden Tag meine 50.000. Locker. Ne? Aber das gibt's nicht. Und daher bitte ich euch, also ihr müsst euer Trading-Verhalten dementsprechend anpassen. Das ist sehr wichtig. Und eure Einsätze, ja, müsst ihr auch dementsprechend definieren. Das heißt, wenn ich natürlich bei 5 Trades 4 Verluste habe und einen Gewinn, dann setze ich natürlich nicht 20 Euro ein, ja. Weil wenn dann habe ich 4-mal verloren, habe schon 80 verloren und habe eine gewonnen. Okay, habe ich jetzt 20 Euro gesetzt und bei 20 Euro habe ich dann 30 Euro gemacht, habe 17 verloren und dann habe ich 80 verloren. Das heißt, ich hätte 60 Miese. Ja. Ihr müsst euer Trades dementsprechend definieren. Also was ihr einsetzt, hängt an euch ab, ja. Ihr müsst sagen, okay, ich habe immer 4 Treffer hintereinander, also kann ich zum Beispiel mit 20 reingehen. Oder ich kann mit 100 reingehen, ja. Denn wenn ich mit 100 reingehe, habe dann 4 richtige, dann habe ich 4x85. Das sind für mich 320 Euro oder 330 Euro. Und 100 habe ich dann verloren, weil ich 4 gewonnen habe und 100 habe verloren. Dann kann ich sagen, okay, ich habe nur noch 300 plus, ist okay. Ne? Aber gewöhnt euch diese Trades mit diesem minimalen Einsatz an mit 5 Euro und erhöht den jedes Mal. 5 Euro, 9,25 Euro, dann der Gewinn nochmal da drauf, ja, 9,25 Euro, nochmal da drauf mit 17, denn zum Schluss, wenn er den verliert, habt ihr auch wirklich auch nur 5 Euro verloren, ja. Keine 100, keine 20 und lauter so Dinger. Ne? So, hat das jeder verstanden, was ich heute erzählt habe oder erklärt habe? Hallo? Ja. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen, was ihr nicht verstanden, dass wir das heute auch klären? Gestern hattest du noch die Bollinger Bands, heute nicht mehr? Ja, mache ich heute nicht mehr. Patrizia, ist sehr warm, ich gehe gleich duschen. Sorry. Das habe ich ja versprochen, das machen wir demnächst, ja. Also ich wusste ja nicht, dass ich das nochmal wiederholen muss, ja. Ich wusste es wirklich nicht. Aber das mit der Bollinger Bands, das gehen wir demnächst an. Ne? Da zeige ich euch das auch, wie man da die Signale erkennt und was man macht und wo die Resistenzlinien sind und das werde ich euch alles noch sagen und definieren, ja. So, also, die Überraschung. Ich glaube, in Zukunft für euch nicht mehr so viel Zeit haben, weil wir gerade dran sind, eine GmbH zu gründen, also Trading GmbH, ja, in Frankfurt, ja, mit Office, allem drum und dran. Ich bin gerade dran, mein Büro einzurichten, ja. Also wir werden so Investment machen und zwar so, dass man halt 1P Day wird die Firma heißen. 1P Day.
Das heißt, also der Minimum-Einzahlung ist 500 Euro dann pro Person und wir werden dann alle 2 Wochen was auszahlen den Leuten. Ja. Und 1PD heißt pro Tag 1%. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und jetzt mit Minimum-Auszahlung ist dann halt 100 Euro. Das haben wir uns so gemacht. Wir haben auch eine Internetseite mittlerweile fertig und. Das heißt, wir werden auch wirklich in der Werbeebene auch euch, wie soll ich sagen, also je nach Betrag, auch wenn ihr auch Leute engagiert, also Leute findet für uns, die auch da mitmachen, so von 3% angefangen bis 1%, auch euch nochmal so, also Backgeld geben, ja. Das ist halt so Dinger, dass ihr das wisst. Also wir werden auch demnächst auch, der Kai wird auch ein Video darauf machen und dann gucken wir mal. Also ich will ja eher mehr in die Forex-Richtung, ja, weil binäre Optionen ist sehr schön. Ja, es macht mehr Spaß, aber Forex ist wirklich die Zukunft, dass man halt langfristig sein Geld anlegt, ja, und da auch wirklich mit minimalen Dingen sein Geld vervierfacht, verfünffacht, ist es machbar. Und das ist halt das, was ich in Zukunft machen werde. Also extrem machen werde, aber auch binäre Optionen werde ich machen. Ich werde auch natürlich auch diese Meetings abhalten, aber halt nicht so wie jetzt momentan extrem viel, denn wir haben diese Woche schon 3-mal gehabt, ne? Das war der 3. Meeting heute diese Woche, ne? Also das werde ich in Zukunft nicht mehr packen, ja. Und dann kommt noch dazu, dass ich am Wochenende, habe ich dem Kai auch gesagt, als ich halt mich hinsetze hier und anschließend OTC, also dann werde ich halt die OTC aufmachen, ne? Hier die. Und dann werde ich euch erklären, zum Beispiel sage, werde ich euch halt per Dings sagen, so 2 Minuten down, ja. Schweizer Franken, Yen. Würde ich euch schreiben über WhatsApp, ja. Und ihr würdet dann traden, ne? Den hier. Diese Signale werde ich dann machen, manuell. Ja, ich werde dann suchen, werde euch sagen, bitte aufmachen, Schweizer Franken, Yen, denn ich brauche meine Ruhe, denn ich kann nicht sprechen und traden, das geht bei mir nicht. Ich kann das wirklich nicht, ne? Es ist so eine Krankheit, ich kann nicht beim Sprechen, also traden, ne? Das geht einfach nicht, ich kann mich nicht konzentrieren. Und wenn ich dann halt, wenn keiner spricht, ich höre nichts, ja, und dann kann ich euch die Signale definitiv geben, ne? Ihr könnt ja auch traden. Und ich glaub, bin mir schon sicher, dass mir da 80%, 90% drin hättet von den Signalen. Ne? Mhm. Und dann, das ist da der nächste Step, was jetzt demnächst kommt. Ja, da schauen wir mal weiter. Okay, so ich wäre eigentlich heute soweit fertig mit dem, was ich erklärt habe. Aber wenn jemand noch etwas noch nicht verstanden hat, bitte frag mich jetzt. Es ist sehr, sehr wichtig. Kurze Anmerkung noch. Ja, bitte. Der Preischart ist ja jetzt im Vergleich zu vorher, Stichwort Schmetterling, viel übersichtlicher. Und ja, ich glaube, das gibt mehr Klarheit, auch wenn man jetzt unten die 3 anderen Indikatoren nutzt, dass unsere, ja, Trefferquote damit eigentlich sich deutlich verbessern kann. Also, und man auch dann eher auch in beide Richtungen, egal wie der Trend ist, du mit gutem Gewissen traden kann. Ja, das stimmt, Markus. Also ich bin ganz ehrlich. Wer diese 3 Indikatoren beherrscht, ja, der kann nicht verlieren. Der kann wirklich nicht verlieren, ja. Ihr müsst den nur beherrschen. Also wer diese 3 beherrscht, der kann nicht verlieren. Und ihr müsst auch wirklich üben. Zum Beispiel der Sascha hat ja, das war gestern, hat er einen Trade abgelassen bei Quotex und hat den verloren. Da habe ich ihn ja die Frage gestellt, hast du nachgesetzt? Sagt er, nö, das ist dann zu spät. Wenn das schon frisch ist, sofort nachsetzen, ja. Ihr seht ja, in welche Richtung das sich bewegt, ja, setzt nach. Auch wenn er zum Beispiel diese Terminator tradet, ja. Das ist ja auch nicht der heilige Gral, ja. Auch da nachsetzen, aber nicht 10 Minuten. Ihr seht ja ganz genau, was er macht. 1 Minute stellen, zack, einsetzen und das Geld gewinnen, zurückgewinnen. Aber nicht 10 Minuten nochmal setzen und 10 Minuten warten, bis ich mein Geld nochmal habe. Hallo? Ich habe den gerade erst verloren, ich möchte den sofort nur haben. Also dann tut ihr halt diese 10-Minuten-Trades, was der Kai da mit deinem Signalen da macht, tut er dann machen. Und wenn er sieht, oh, ihr habt da 5 Euro verloren, dann sofort hier hochgehen, auf 1 Minute setzen, dann sieht er ganz genau, was er macht. Und dann tut er halt da reingehen, vielleicht 2 Minuten nach unten oder oben, was weiß ich. Ich sehe ja hier zum Beispiel, wenn er so einen Trend bringt, ja, oder sowas hier bringt, kann ich ja meine Signale nutzen, kann ja sagen, okay, der geht jetzt hoch, ja, nur Beispiel jetzt, der geht jetzt hoch, ist jetzt also 2 Minuten nach oben. Aber dann habt ihr das Geld auch nochmal drin. Das ist total einfach, wenn ihr das wirklich mal richtig mal so anschaut, ja. Trading ist nicht schwer, es ist halt nur Übungssache und natürlich, ihr müsst die Indikatoren hier lesen können. Ihr müsst sofort sehen, das ist ein Downtrend
das ist ein Downtrend, der geht immer wieder runter. Hat immer wieder Zickzack gemacht, ist immer wieder runtergegangen. Und wenn ich das so sehe, ja, schau mal, auch ein Stochastik hat einen, auch da macht er eine Linie hin. Ne? Und zwar, so sieht die Linie aus. Wenn ich eine Stochastik jetzt andeute, ja, hat der jetzt zum Beispiel mit dem Lineal seht ihr das? Ein Downtrend. Oh. Ne? Hier ist ein Downtrend. Der gibt euch auch Signal. Hier ist ein Downtrend. Und hier ist, hier, das da ist auch der Downtrend. Ne? Hier das. Also ihr habt eigentlich drei Signale, wo ich sage, ich gehe runter. Ich gehe auf jeden Fall down. Ne? Das habe ich auch bei euch beim MACD gezeigt. Ne? Auch mit bei Stochastik gibt es in Invergenzlinien. Ne? Das ist nicht nur für den MACD gedacht, ist auch für die Stochastik gedacht. Ne? Da könnt ihr auch erkennen, was macht der. Tut er sich unten, also Richtung 20er Linien, immer hin und her bewegen? Oder tut er sich wie hier, ne, in der Nähe von der 80er? Denn solange er sich in der Nähe von der 80er bewegt, geht er nach oben. Ne, hier die Bewegung. Ja, geht er immer nach oben. Auch hier, das gehört ja auch noch dazu. Hier hat er sich immer nach oben. Ne? Und dann hat er hier angefangen, hier hat er angefangen, sich in der Mitte zu bewegen. Haben wir einen Seitwärtstrend. Das ist der hier. Ne? Hier hat er sich ja in der Mitte bewegt. Hier, ne, haben wir einen Seitwärtstrend. Da ist er kurz mal runter. Das ist der hier, der Abschnitt. Ihr müsst es auch wirklich deuten. Ja? Da hat er einen nochmal Aufwärtstrend. Hier, das ist der Aufwärtstrend. Das ist der hier. Ja? So, dann hat er nochmal einen Seitwärtstrend gemacht. Das ist dieser Punkt. Seitwärtstrend, das ist der hier. Da wo keinem was schenkt. Ne? Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Seht ihr das? Und dann hat er hier dann begonnen, nach diesem Hoch, runter, den Downtrend hat er hier dann begonnen und hat immer die Bewegung nach unten gemacht. Und hat es immer hin und her, immer zickzack nach unten, ist natürlich dann down gegangen. Wenn ich dann sehe, wenn ich dann sowas sehe, kann ich doch hier, zum Beispiel hier, wenn ich sowas sehe, sage ich, ich gehe jetzt 5 Minuten down, 5 Min. Denn er bewegt sich ja schon. Nachdem hier, wenn ich den hier, diese Linie hier gezogen habe, und das hier sehe ich, diese Kreuzung sehe ich hier, da kann ich ja sagen, ne, ich gehe jetzt hier 5 Minuten down. Glaubt mir, ihr werdet selbst erstaunt sein, das wäre ein Gewinn. Das ist halt, wie soll ich sagen, das ist halt, ihr müsst halt diese Indikatoren müsst ihr andeuten, also ihr müsst wissen, was sagt mir diese Indikator aus. Und ihr müsst den Mut haben, auch sagen, so jetzt gehe ich mal 5 Minuten down. Ja, und das sind halt, das sind ja die Signale. Ne? Ich werde auch nichts anderes machen. Ich werde mir das öffnen, werde mir das gucken, anschauen und werde euch sagen, bitte bereitet eure Schweizer Franken vor, OTC. Ne? Und wenn ich dann das hier sehe, würde ich euch sagen, hier bitte 5 Minuten down. Da werdet ihr hier in den Trade rein. Ne? Hier geht er dann in den Trade rein. Ne? Hier. Korrekt? 1, 2, 3, 4, 5. Also hier. 5. Also wäre das ein Gewinn gewesen. Ne? Hier. Gewinn. Und das sind halt solche Dinge. Also ihr müsst wirklich euch Gedanken machen, was sagen mir die Signale? Was sagen die aus? Also auf was muss ich achten? Ja, auch hier, wenn ich zum Beispiel hier das da mache, ne, hier, er ist immer wieder nach oben, immer wieder nach oben. Ne, seht ihr? Immer wieder nach oben, das sieht man hier. Ja, dann Seitwärtstrend. Das muss ich auf jeden Fall definieren, also das muss ich auf jeden Fall mir aneignen. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann sagt euch natürlich der MACD, ich habe hier begonnen, also hier hat er begonnen, ganz genau hier. Hier hat er begonnen mit dem Seitwärtstrend. Er geht langsam runter. Das hat er auch gemacht. Er ist langsam runtergegangen. Er ist von oben. Oben. Das ist ja unser Oben. Das ist ja oben. Schau mal. Hier ist es breit. Hier ist es kurz. Von einem Auftrend ganz oben ist er dann, hat er gesagt, so, ich habe jetzt angefangen, down zu gehen. Hier. Okay, was hat er gemacht? Ist dann langsam down. Hat dann hier
die Nulllinie durchkreuzt, das ist der Bereich hier. Dann hat er gemacht, hier hat er eine Gerade gehabt, siehst du, eine Gerade. Das ist unser Seitwärtstrend. Da hat er gesagt, so, jetzt gehe ich down, richtig down. Hat er auch gemacht. Also, wir haben jetzt dreimal das gleiche Signal gehabt. Auch hier, der war ganz oben, ist dann langsam runter, hat eine kurze Erhöhung gehabt, ne? Da ist er nochmal hoch, die kurze Erhöhung, und dann ist er nochmal runter. Wenn ich das erkenne, und alle drei Signale haben die gleiche Aussage gehabt, alle drei, ihr müsst es nur erkennen, ja? Wenn natürlich hier mir natürlich von dem Signalgeber ein Signal kommt, hier 5 Minuten aufwärts, was wollt ihr denn treten? Das gehen kann man doch gar nicht treten. Das ist ja nicht mehr das. Also unsere Signale, die sind schon treffsicher. Ja, ich kann ja nicht ein Signal hier treten, der aufwärts sagt zu mir, ich soll jetzt aufwärts treten. Ja, das ist wie ein Poker. Ja, das muss ja nicht sein. Dass ich nicht weiß, was Sache ist. Und wir wollen ja einfach Geld verdienen und nicht Geld verlieren. Ja, okay. So, sonst welche Fragen? Habt ihr noch Fragen? Nein, gar nicht. Danke. Gar nichts mehr. Okay, gerne. Nein, so. Ja, okay, wenn er wirklich was noch habt, sagt mir Bescheid, denn ich bin noch da, bevor ich jetzt duschen gehe. Ab wann eröffnest du denn dein Office? Also ich schätze, in 2 Wochen sind wir soweit. Da haben wir Office in Frankfurt, dann erwarte ich auch jeden da. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Ja, ich bin nämlich da. Wirklich, kommt vorbei. Ne? Und zwar, also es wird was Schönes sein, was Luxuriöses, ja. Bestente. Ja, so in der Richtung. Also es ist wirklich in Frankfurt sein. Ich habe ja auch in der Börse ein paar Freunde arbeiten, der hat mich auch dazu gebracht. Ne? Also gesagt, Mensch, Sascha, du kannst das ja gut, mach das. Und das ist so ein Traum, ja. Mhm, ich habe in meinem Leben immer sehr viele Firmen gegründet für andere Leute, ja. Ja. Jetzt mache ich es für mich, ja. Und wie soll ich sagen, also wir wollen das mit dem Kai zusammen machen und wie soll ich sagen, also wir wollen halt auch dieses GmbH gründen, dass die Leute auch die Sicherheit haben. Ja? Mhm. Die meisten Broker, die sind ja in Zypern, Buxtehude und bla bla bla. Jetzt habe ich mich natürlich mit dem Steuerberater kurz gehalten und sagte zu mir, Mensch, Herr Kloß, Sie müssen nur 1,5% Steuern bezahlen per anno. Da habe ich gesagt, wie bitte? 1,5%. Aber jetzt momentan, also wo ich noch keine Firma habe, muss ich halt wirklich die Gewinne mit 25% versteuern. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist ja Unterschied, ja. 1,5% ist ja gar nichts dagegen. Ne? Mhm. Nur halt wichtig ist, ich muss halt jeden Trade definieren. Jeder einzelne Trade, wo ich gemacht habe, muss ich halt wirklich darüber Buchhaltung führen. Ne? Mhm. Das ist das einzige Negative, aber ansonsten ist doch so eine GmbH, ist auch wirklich, gibt ja auch Vertrauen, ja? Ja. Und eine deutsche GmbH ist nichts Schlechtes, also ist definitiv nichts Schlechtes, also ist was Gutes und daher. Ne? Mhm. Ich würde auch richtig mal da Asche reinbuttern, also ich würde es mit 100.000 eröffnen. Vielleicht auch mit 250.000, ja. Mhm. Eigenkapital und dann gucken wir mal weiter, wie sich das ergibt. Ne? Das ist der Firma und da habe ich auch was Festes, weißt du, wo ich dann auch jeden Tag mal hingehen kann, meinen Kaffee trinken kann nochmal. Denn zu Hause ist langweilig, ja, sorry. Ich muss raus. Das verstehe ich. Bist du ey, der Red Bull-Fraktion, der Kaffee? Ey, soll ich mal Foto machen jetzt gerade vom Red Bull? Ja, mach mal. Warte mal kurz, einen Moment, ja? Einen Moment. Red Bull. Vielleicht. Immerhin hast du zuckerfrei. Ich habe zuckerfrei. Ja, einen Moment. Jetzt noch in der Tüte drin, ja? So, jetzt schicke ich euch gerade ein Foto, ja, in WhatsApp, ja. Einen Moment. So. Wird ihr euch jetzt kaputt lachen, ja? Okay, WhatsApp. Wo bist du, ja? So, in die Gruppe rein jetzt sofort, ja. Saschas. Habt ihr es gesehen? Noch nicht. Noch nicht? Ja, das ist gekommen. Alter. Und Dealer. Aber die Großen, ne? Das sind die Großen, also nicht die Kleinen, das sind die Großen. Also ich habe die 355er gekauft, ne?
So. Ja, mega. Ja, aber es ist, so ist dann Patricia. Also ihr werdet das wirklich wieder in der Zukunft sehen, ja. Ich sage momentan noch gar nichts zu euch, ja. Ihr müsst euch beim Trading zu 100% konzentrieren. Wenn ihr euch einmal ablenken lässt, habt ihr den Trade verloren. Also analysiert euch bitte selber. Mhm. Oder am besten macht eine Kamera an. Ihr habt doch bestimmt am PC oder an Notebook Kameras. Ja. Nehmt euch beim Trading auf. Und da wird ihr sehen, die verlorenen Trades, entweder habt ihr da was anderes gemacht oder ihr habt da, ja, ihr müsst euch mal selbst mal betrachten. Das ist wirklich sehr wichtig. Macht das mal wirklich, ey. Mach jetzt keine Witze. Ich selbst habe das auch gemacht, ja. Ihr werdet sehen, dass in dem Moment, wo ihr mal ein Trade, also ein Fehltrade hattet, ja, wird ihr sehen, dass ihr da abgelenkt wart. Ob er da vielleicht eine Zigarette angezündet hat, was weiß ich, was er gemacht hat. Ja, es kann ja sein, ja. Ich rauche ja, ich, und daher also. Deswegen, also ihr braucht immer beim Traden wirklich hundertprozentige Konzentration. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay, so. Ich bin soweit fertig. Hat noch jemand Fragen? Komm, jetzt könnt ihr mir alle Fragen stellen. Es muss auch nicht mit dem M2 sein. Es kann was anderes sein. Bitte, fragt mich. Nee, also gerade. Okay. Gut. Kann da jeder Teilhaber werden? Bitte? Kann da jeder Teilhaber werden bei deiner GmbH? Teilhaber, das habe ich auch nicht gedacht. Ja, ich wollte es halt selber gründen. Also es ist jetzt so. Ihr könnt investieren, ja, zum Beispiel Minimuminvestition ist 500 Dollar, also 500 Euro. Und die Minimumlaufzeit ist 6 Monate. Das heißt, ihr kriegt wirklich, wie soll ich sagen, die Auszahlung alle 2 Wochen, kriegt ihr eine Auszahlung, ja, dass wir auch in den 6 Monaten fertig sind. Ne? Das könnt ihr machen, One PD, und das heißt, also Mindestauszahlung ist 100 Dollar. Das ist also, ihr kriegt immer wieder Geld ausgezahlt, alle 2 Wochen. Ne? Also ist nichts halb, also ist es nichts so Dings, also wie soll ich sagen, so, also seriös, ja, richtig seriös, ja, mit allem drum. Ihr könnt ihr euer Konto jeden Tag reingucken, ihr weiß ganz genau, wie euer Kontostand ist und, ja, ihr kriegt alle Informationen, ja, komplett, also ist wirklich total seriöses. Wir sind schon seit gut 2 Monaten dabei momentan. Und es ist gerade, ich habe jetzt ein Büro gefunden in Frankfurt und das habe ich mal, ich mache gerade am Montag einen Mietvertrag fertig, also der Immobilienmakler macht den Mietvertrag fertig und dann ziehe ich da ein. Mhm. Da wollen wir wirklich was Schönes auf die Beine stellen, ja. Und Trading liegt mir einfach, ja. Ich kann vieles voraussagen, ja. Ich kann so eine Stunde voraussagen mittlerweile, so weit bin ich, ja. Super. Und wenn ich eine Stunde voraussagen kann, du weißt ganz genau, das Ding geht down, ja. Dann weiß ich auch ganz genau, dass ich dann sage, okay, ich besetze jetzt was, weiß ich, das 100 Euro für eine Stunde down, ja, bei Forex, ja. Und dann habe ich auch, wenn ich da am Tag so 200 Pips, 300 Pips mache, ja, mit der guten Investition, ja. 300 Pips ist ja dann nochmal die Summe, was dahinter steht, ja. Wenn ich 100.000 setze, eine Stunde geht down, ja, da kann man ja Geld verdienen damit. Das ist ja positiv, ja. Und da können ja auch manche andere Leute, die wirklich auch ihr Geld, ihr Investment, also die Investition irgendwie gut anlegen wollen, kann ja da auch anlegen. Ja. Es ist ja nicht so, dass manche von uns oder Bekannte von mir auch, der eine hat 70.000 verloren bei so einem Invest in Holland. Es ging um Hanf. Kennt das hier? Ja, also. Ja, wo sie an der Hand investiert haben, ja. Am Anfang hat zwar das ja gut, aber das war ja wieder was anderes. Das war ja mehr Firmenbeteiligung, ja. Ah, okay. Das ist ja bei uns nicht so. Das ist so, wir wollen ja sofort, wir zahlen schon, wenn ihr zum Beispiel heute 500 Euro eingezahlt habt, Beispiel, habt ihr in 2 Wochen schon euer erstes Geld schon zurück, ja. Also Börsentage mäßig euer Geld zurück. Das heißt, wenn die Börse 260 Tage im Jahr eröffnet hat, wenn man 1% setzt, ne, mal 260, das heißt ganz genau 260%, ja, das heißt von 500 Euro werden dann 1500, ne, wo er dann zurückbekommt, übers Jahr gesehen. Ne? Übers Jahr. Ja, also so Börsentage. Ne? Ich weiß nicht, wie Börse ist. Oder Freitag, oder? Das wird alle 2 Wochen ausbezahlt. Alle 2 Wochen. Mhm. Wir bezahlen alle 2 Wochen Geld aus. Ne? Also Mindestauszahlung 100, das hat mit den Überweisungsgebühren zu tun, ja. Wenn wir deswegen haben wir gesagt, machen wir Mindestauszahlung 100 Dollar, ne. Überlegt doch mal, also ihr habt dann, was weiß ich, in
2, 4, 6, 8, 12 Wochen das Geld zurück, ja? Oder? 12, 16 Wochen das Geld zurück und der Rest ist nochmal der Gewinn obendrauf, ja? Mindestens läuft das 6 Monate. Also in drei Monaten habt ihr dann euer Geld zurück und die nächsten 3 Monate habt ihr dann das Geld, was ihr drin habt, nochmal verdoppelt, ja? Ist ja ein gut, also ist was Gutes, also Patricia. Es wird auf jeden Fall was Positives sein. Mal gucken. Drückt mir alle die Daumen. Ja, das ist wichtig. Und die Einweihungsparty, da freuen wir uns doch schon. Also ich habe ja gesagt, also der eine, der wollte mir ja Pizza schicken, hat er gesagt. Ne? Das habe ich noch nicht bekommen. Bringst Bier mit. Ja, du bringst Bier mit, das ist wichtig. Aber auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall Eröffnung machen und dann will ich auch euch alle sehen, ja. Ja. Also ihr seid ja eh alle in Deutschland, außer der Kai nicht, der hat Pech, ja. Ich kann es nicht ändern. Aber ihr könnt gerne vorbeikommen, ne? Da gibt es auch Sekt und ja, kein Selters, ja. Ach, den Spruch, das muss ich noch loswerden. Ich hatte einen Prof, ja, auf der Uni, das war ein Ostdeutscher, ein ganz lieber, genialer Mensch, ja, ein super Physiker, ja, der Typ. Und er sagt zu mir immer wieder, Herr Kloß, was wollen Sie, Sekt oder Selters? Ne? Und ich wusste damals nicht, was Selters ist, ne? Ich wusste nicht, dass das Selters auch in Osten halt Wasser bedeutet. Das wusste ich wirklich nicht, ja. Und da sagt er immer wieder, Sekt oder Selters, ne? Da habe ich mir irgendwann gedacht, was will denn der damit sagen? Mensch, was will er denn damit sagen? Dann bin ich halt bestimmt darauf angesprochen, sagt er, ja, Herr Kloß, also wenn Sie jetzt gut sind und alles gut lernen, dann brauchen Sie ja kein Selters mehr, sondern können Sie nur noch Sekt trinken. Da hat er recht gehabt. Das ist das gleiche mit den Indikatoren. Also ihr müsst jetzt entscheiden, was will ich in Zukunft, Sekt oder Selters? Ja? Das heißt, ich lerne die Indikatoren, ich trade gut, ich mache meine Schmetterlingsstrategie und dann habt ihr wirklich alles offen im Leben, ja. Ihr könnt alles erreichen, ja, was ihr so geträumt habt, ja, ein neues Auto, was weiß ich, Urlaub viel, also mal sorgenlos einkaufen gehen, alles könnt ihr damit erreichen, ja. Und deswegen wirklich, es ist sehr, sehr wichtig, liegt mir auch im Herzen, ja. Ich bin ja wirklich sehr, sehr bereit, euch immer Hilfestellung zu geben, ja. Bitte halt euch an die Regeln und macht einfach eure Kontrollen und immer keine hastige Bewegung und immer konzentriert bleiben. Also stellt WhatsApp ab, ja, kein WhatsApp-Trading, wenn er tradet, keine WhatsApp-Nachrichten, weder lesen noch gucken, keine. Ne? Das ist halt sehr, sehr wichtig, ja. Okay, da wünsche ich auch euch noch allen noch schönen Feierabend oder schönen Abend noch, ja. Danke gleichfalls. Bis demnächst, bis so. Samstag und Servus, ja, bis denn, ne? Man hört sich, ja, tschüss. Ciao. Aufzeichnung beenden.